Ich versuche mit meinem Instagram-Account einerseits über Sport, Fitness und Lifestyle zu sprechen, andererseits über queere Thematiken aufzuklären. Das heißt, meine Zielgruppen sind einerseits queere Personen, die sich noch nicht in ein Fitnessstudio trauen, weil es eben kein Safe Space ist, oder die sich nicht auskennen im Sport und nicht wissen, wo sie anfangen sollen und ihnen hier einfach eine Hilfestellung bieten. Und andererseits Leute, die sich noch nicht mit Queerness auskennen, die wenig Berührungspunkte damit hatten und da einfach über Themen informieren, die, von denen sie davor einfach noch nichts wussten. Und ich glaube, dass sich soziale Medien dafür äußerst gut eignen, weil heutzutage fast jeder irgendeine Art von sozialem Medium hat und man mit diesen Themen dann einfach gut konfrontiert wird. Und somit gibt es für queere Personen hier die Hilfestellung, zu sehen, okay, es gibt andere Menschen, die genau durch dieselben Probleme gehen oder gegangen sind wie ich. Und wie sind diese damit umgegangen? Wie kann ich vielleicht eine Lösung für mich finden, die gut funktioniert? Und andererseits, für Leute, die mit Queerness noch nicht so viel zu tun hatten, haben sie jetzt eine Plattform, wo sie Fragen stellen können, die sie sonst Betroffenen stellen würden. Somit können sie zu mir kommen. Vielfalt ist Stärke, gemeinsam für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Sport.